Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Wir haben gestern gesagt, dass wir uns den Wachturm noch mal ein bisschen genauer anschauen. Heißt Fässer, Spind und Stromzähler. Und das werden wir jetzt auch tunlichst machen. So, kurz noch mal räuspern müssen. So. Fässer. Wir haben sie angesehen, versucht zu nehmen, mit ihnen geredet und benutzt. Das heißt, jetzt gehen auch die ganzen anderen Items mit den Fässern durch. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasseramöben. Ich mag Grundwasseramöben. Ich denke den ganzen Tag an sie. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich heiraten muss. Ich meine, wer tut das nicht? Grundwasseramöben. Jeder denkt ununterbrochen an sie, da bin ich mir sicher. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Aha. Oh, nein. Kein gutes Versteck. Okay, hier. Ich habe eine Idee, Edna. Wir verbinden das Kabel mit dem Stromzähler und benutzen den Funkenflug, um das Altöl in den Fässern zu entflammen. Damit lenken wir den Wächter ab. Und dann können wir uns an ihm vorbeischleichen. Mist. Das ist nicht verrückter als alles andere, was wir heute getan haben. Oder was in anderen Spielen so als Rätsel durchgeht. Aber es geht trotzdem nicht. Pucky hat einfach nicht daran gedacht, dass der Spieler das ausprobieren könnte. Oh oh. Und wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Sag einfach irgendwas Verrücktes. Was ist? Auf Kommando kann ich es nicht. Oh Mann. Und dabei muss ich sagen, wäre es ganz einfach gewesen zu sagen, das Kabel ist zu kurz. Aber die Idee ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Nein, wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Okay, den Generalschlüssel brauchen wir natürlich noch. Wofür, weiß ich noch nicht, aber es kann nicht schaden, den Generalschlüssel bei sich zu haben. Vielleicht ja können wir den Topf hier ins Fass stellen oder etwas rausschöpfen, wer weiß. Probieren wir es aus. Ich fülle mir etwas ab. Und jetzt Prost! Endlich bin ich diesen Geschmack vom Stinktrink los. Okay, das hat sogar geklappt. Das wusste ich gar nicht. Egal, immerhin sind wir jetzt den Geschmack vom Stinktrink los. Wenn ich dran denke, wie viele Folgen, wie viele Stunden wir bereits seit dem Stinktrink verbracht haben, muss das ja die Qual für Edna gewesen sein. Das war ja richtige Folter. Na gut, wir schnipsen mal einen Fußnagel rein. Kann ja auch nicht schaden. Oh. Ui. Was haben wir da gerade getrunken, um den Geschmack vom Stinktrink loszuwerden? Will ich das überhaupt so genau wissen? Das sind die Fragen, die uns gerade beschäftigen. Oh Gott. Nein, wenn ich was Schmutziges lesen will, hole ich mir die Bohlen-Biografie. Alles klar. Aber wir können immerhin ein Fass mit dem Namen von Dr. Marcel signieren und ein Fass zum Alkoholfass machen. Keine Unterschrift zum Fälschen da. Dieses Item macht von allen meinen Sachen am wenigsten Spaß. Es tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür, Kumpel. Ich kann was dafür, weil ich es mit allem benutze. Tut mir leid, Edna. Aber schön, dass solche Dialoge auch drin sind. Feier ich. Nein, wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Ja gut, zu Recht. Vielleicht mit dem Kleiderbügel. Darin nach Fischen zu angeln ist vergebene Liebesmüh. Okay, vielleicht ja. Wir haben gespeichert. Ich fülle mir etwas ab. Okay. Und jetzt Prost! Nicht, dass es wieder zerschellt. So, Strohhalm. Schmeckt nach den Pommes aus der Kantine. Also Fett. Fett, Öl, whatever. Lecker. Das könnte die geheime Zutat für den Stinktrink sein. Aha, okay, also mit dem Gebräu, was auch immer da drin sein möge, können wir den Geschmack vom Stinktrink loswerden, aber es ist eine Zutat vom Stinktrink.
Edna, deine Logik ist mal wieder nicht schlüssig. Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, ich möchte was heißen. Das kennen wir schon. Ich kenne die Nummer der Umweltaufsichtsbehörde nicht. Außerdem rufe ich da nicht mehr an. Nicht seit diesem Zwischenfall. Zwischenfall? Welcher Zwischenfall? Erläutere dich doch ein bisschen, Edna. Okay, wohl nicht. Aber immerhin können wir Ketchup und Senf drauf tun, das ist doch schon mal gut. Nein, der ist schmutzig genug. Okay. Schmutzig genug? Schmutzig genug? Jetzt zufrieden? Noch lange nicht, aber es ist besser. Oh Mann. Lass uns ein Loch in die Fett. Ach, ich möchte. Das kennen wir schon. Mit dem Messer wird das gleiche sein. Lass uns ein Loch. Jawohl. Vielleicht hier mit der Polizeimarke. Ich sagte, vielleicht hier mit der Polizeimarke. Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Vermutlich, Edna. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Kippen Sie ruhig weiter, ich zeichne hier nur Motive von der Landschaft. Ich sehe überhaupt nicht, dass Sie Altöl ins Meer kippen. Passt schon, machen Sie weiter. Ich zeichne hier nur hobbymäßig. Und dann folgt er ihm so aufs Schritt und Tritt. Ich stelle mir das gerade so vor. So, Edna, wo ist hier? Okay. Poloschläger. Lass uns ein Loch. Okay. Stuhlbein ist der gleiche Dialog. Lass uns War abzusehen. Harvey, was sagst denn du zu diesen Fässern? Harvey ist noch gut in Schuss. Ich werde den Teufel tun, ihn zu entsorgen. Das war auch nicht meine Absicht. Alles klar. Gut. Dann können wir uns jetzt mal den Stromzähler anschauen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wir haben zuerst mal hochgeschaut. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht ein- und ausknipsen. Wer könnte das denn sein? Der ist in diesem Kasten eingesperrt. Okay. 21.913 Kilowattstunden, 21.914 Kilowattstunden, 21.915 Kilowattstunden, 21.855, 21.916 Kilowattstunden, 12, 1.000.000, 335, 12, 21.300, verflixt. Verzählt. So doof, den kennen wir schon, aber ich fand den so genial. Es wird viel zu viel als wird. So, wir haben wahrscheinlich hier die gleiche Item-Kombination wie mit dem Rest unserer Items. Also wie bei einem anderen Stromzähler, meine ich. Aber wir haben ja ein paar neue Items und die werden wir auf jeden Fall benutzen. Nein, die verbraucht keinen Strom. Okay. Nein, der verbraucht keinen Strom. Aber vielleicht die Startkabel. Da ist eine Klappe vor. Ich kann den Zähler leider nicht anzapfen. Mist. Okay. Schlüssel. Na. Das lässt sich auch aufsperren, nicht anzapfen. Na. Okay, aber wir können drauf unterschreiben. Immerhin. Diese. Moment, sorry. Fähigkeit funktioniert ganz ohne Batterien und Kabel. Sehr gut, das ist gut so. Ich dachte, es kommt wieder das Gleiche. Hier ist keine Unterschrift zum Fälschen da. Aber war ein neuer Satz. Zumindest einen, den wir lange nicht mehr hatten. Okay, geht das? Warte, ich notiere mir kurz den Zählerstand. Was ist jetzt? Oh, sagte ich notiere mir den Zählerstand? Ich meinte natürlich... Mach doch selbst. Alles klar, wie war das? 49.300 verflixt? Oder so ähnlich? Ketchup. Hier. Mit. Nein. Okay. Ketchup-Senf geht auch nicht. Dann glaube ich, haben wir hier alles, weil den Rest... Er verbraucht einfach nur keinen Strom. So. Jetzt können wir nochmal zur Treppe gehen. Und geht so in den Spind. Können wir da was benutzen? Nein, wir können nur reingehen. Gut, dann haben wir hier drin auch alles erledigt.
Wir haben noch oben unseren Wächter, den wir nicht nochmal holen wollen. Das bringt aktuell noch nichts. Und wir haben natürlich noch einen netten Audiokommentar von Poki. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht. Also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt, war für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist. Oh, was? Ich abbrechen. Ich wollte nur die Treppe hoch. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe... Ich wollte nur schon mal hochgehen, um das Hihi danach mal zu machen. Halt einfach kurz in den Spind verstecken. Und so weiter. Sorry, ich glaube jetzt über den Teil drüber, den wir schon gehört haben. Tut mir leid. Die halt nur aus einem einzigen Frame besteht. Also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt, war für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird oder so ähnlich. Schön. Ja, da bin ich ja auch drauf eingegangen. Da habe ich auch gefeiert. Hier so. Das sollte ich eigentlich nur zeigen. Und mir fällt gerade wieder auf, wenn wir in dem Schrank sind, ist der Text auf dem Stromzähler mysteriös verschwunden. Passt mal kurz auf. Weg. Und wieder da. Mysteriös. Die Fässer bleiben allerdings gleich. Das gibt mir tatsächlich zu denken. Gut, wir gehen wieder runter, weil hoch bringt ja nichts. So, dann gehen wir mal aus der Tür raus, gehen wieder vors Haus und gehen in Richtung der Limousine. Das ist unser nächster Halt. Und ich hoffe mal, dass hier kein Fahrer ist. Sieht ganz gut aus. Ersatzreifen. Na, da schau einer an. Limousine, Ersatzreifen, was haben wir noch? Scheinwerfer, Schild, hinters Haus und, was haben wir? Ein Kaugummi. Aha. Ist das der, den wir eventuell... Ist das etwa mein altes Kaugummi? Ja. Das wir aus dem Fenster gespuckt haben, aus der Küche. Ja. Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Entweder das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Ja. Oder beides. Oh Gott. Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kann man denn mit dem reden? Ich bin froh, dass das Interface aus Verben besteht und nicht aus Icons. Bei einem Mund-Icon wäre ich jetzt gezwungen gewesen, dieses eklige Kaugummi zu essen. Hast du doch gerade... So kann ich einfach mit ihm reden. Hi, Kaugummi. Ich nicht. Später. Ja, so oder so ähnlich, alles klar. Gut, ja, ich würde sagen, wir schauen zuerst mal alles an und werden danach wieder die Items durchgehen. Jetzt haben wir noch ein paar verschiedene Items hier in der Folge. Netter Schlitten. Kann man den denn mitnehmen? Oh, 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 oh. Das wollte ich gar nicht. Wer war das? Okay, ist jetzt wieder alles gut? Okay. Alter! Das wollte ich doch gar nicht. Du bist das Ross eines ungerechten Reiters. Okay. Benutzen wird das gleiche wieder sein, oder? Ja. Oh oh. Alles klar. Wer war das? Okay.
Gut, dann werden wir in der nächsten Folge uns noch einmal zur Limousine begeben und dort auf dem Screen weitermachen und den Rest der Items anschauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht's gut, Freunde. Bis morgen, euer Matze. Ciao.